Ja. Nach dem Leiden im letzten Part, heute mit einem gechillten Kantine-Quest, Fischreinfalle, jage einen Duramboros. Das sollte jedenfalls ein bisschen einfacher sein. Ich heiße Christoph und Jackstar hierbei herzlich willkommen. Und ja, dann wollen wir mal. Ups, ich. Genau, ich brauche noch mein Hartz 4. Sehr gut. Ich habe dir erstmal 7 gegeben. Ich weiß nicht, wie viele du brauchtest. Ja, das sind fast alle, die ich noch gebraucht habe. Ich brauche allerdings 9 normale Tränke. So, okay. Okay. Gut, dann. Let's go, guys. So ist es. Jetzt sag ich, der eine muss doch fressen. Go, go. Let's go for the Rangers. Oder das. Go, go today. Ach ja. Fischreinfall. Ein bisschen seltsam. Der Duramboros ist kein Fisch. Oh mein Gott, ich bin im Geheimgebiet. Yay! Okay. Naja, gut, der Wal wird ja auch manchmal als Fisch genannt, also. Muss man jetzt mal gucken. Erstmal dahin schwimmen. Hey. Peace. Wir müssen aber in die andere Richtung schwimmen. Hm? Yep. Seriously? Seriously. Er ist in einem anderen Gebiet. Okay. Er ist in diesem Gebiet, in dem wir beide mal runtergefallen sind. Danke. Mr. Wumberwurst is in another castle. Das stelle ich mir jetzt irgendwie so vor. In Castle 8 auf einmal Duramboros dort. Der so Mario. Oh mein Gott. Das ist irgendwie nicht das Ganze, was ich mir vorgestellt habe. Und dann so Duramboros. Oh Gott, nein. Nein. Kann ich nicht wieder die Koopalinge als gechillte Endboss haben und nicht diese Geistesgestörte. Jackstar, wir wissen, in welchem Gebiet er ist. Oh, hey Duramboros. Und er macht gleich. Das wird unser Chill-Terror! Oh mein Gott! Wie der gleich abgeht! Das ist wirklich der Duramboros. Und du musst bedenken, wir haben ihn ja zu zweit irgendwie in 15 Minuten gemacht. Das ist jetzt natürlich High Rank. Ich hoffe, wir schaffen ihn schneller. Ich hoffe es auch. Oh Gott! Ah! Außerdem muss ich auch sagen, ich habe irgendwie so eine Abneigung gegen Mischrüstungen. Also für mich selber. Wenn es andere machen wollen, okay. Aber für mich selber geht bloß eine komplette Rüstung irgendwie. Okay. Wow. Egal, ob sie irgendwelche Minus-Sachen hat, dann slotte ich die einfach mal raus. Oh, verdammt! Wow. Holy shit. Nein! Wow. Also es ist schon seltsam, dass die Jäger immer noch leben. Und du bist fast tot. Ich kann mich irgendwie hier nicht zur Seite rollen. Ja, weil da irgendwie vielleicht so ein paar Sachen in den Weg sind. Ach so. Ah. Oh, beinahe getroffen worden. Oh, super, du bist normale Tränke. Jupp. Das merkt man daran halt, dass wir auch mitgeheilt werden, weil Megatränke, da wird man nicht mitgeheilt. Ach so. Ja, ich versuche die normalen Tränke zu benutzen, wenn es geht, und die Megatränke immer nur für Notfall. Oh. Autsch. Nein, chill. Oh, okay. Der Weg. Ich glaube, so langsam ist das hier ein permanenter Notfall. Naja. Neue Rüstung, ahoi. Oder besser gesagt, Rüstkugeln-Farming. Obwohl, das mit dem Rüstkugeln-Farmen geht eigentlich relativ schnell, wenn man weiß, wie. Also, wir haben jetzt bisher überhaupt nicht geplant zu farmen und es läuft eigentlich ganz gut, also. Wow! Oh, du wirst voll getroffen. Nee, es gibt nämlich die Rüstung, wie man Rüstkugeln selber kombinieren kann. Also spezielle Arten der Rüstkugeln. Okay. Und dafür muss man bloß etliche Rüststeine entweder selber farmen oder man kauft sie sich bei der Oma. Hm. Die Oma ist in diesem einen Gebiet mit der Schmiede. Jeden Tag. Oh, was? Chillt nicht. Und er ist in Rage. Ich merk's.
Holy crap. Jetzt merkt man. Nein, jetzt nicht mehr. Jetzt ist er nicht mehr Rage. War er bloß für 2 Sekunden Rage? Hä, warum schreibt er sorry? I don't know. Doesn't matter for me. Hat nichts getan, wofür er sich entschuldigen müsste. Also gegen mich natürlich. Eigentlich hätte man da irgendwie Bock, nach solchen Quests irgendwie eine ruhige Party zu haben. Eine ruhige Party. Jetzt nicht eine Betrugsparty. Okay. Das verstehe ich. Weil eine Betrugsparty möchte niemand haben. Wie wir alle draufkloppen. Betrügi 9. Und seine Hörner sind gebreakt. Wow. Wow. Was, schon wieder Sri? Warum schreiben die ganze Zeit sorry? I don't know. Leute. Irgendwie glaube ich, weil sie sich gegenseitig immer ownen. Achso. Und hey, sein Schwachpunkt ist freigelegt. Wer jetzt aber hinfällt, dann können wir doch Tons of Damage machen. Das finde ich, das finde ich episch. Komm, flieg hin. Ich habe außerdem einmal in einem Livestream gesehen, da hieß irgendjemand in so einem, halt in einem Online-Spiel Tons of Damage. Tons of Damage. Das ist... ja. Das ist nicht schlecht. Ja. Und ich habe mir dann so gedacht, hier so... Wieso habe ich mich nicht so genannt? Genau, ich mache einen neuen Monster der Charakter und nenne mich Tons of Damage. Oder Load of Damage. Oder Shulk of Damage. I don't know. Ah, liegt. Und seine freie Stelle. Tons of Damage. Ja, wie das Blut aber auch spritzt dabei. Apropos das Blut. Ich fand das Blut in Assassin's Creed 2, wie es dort gespritzt hat, immer übertrieben. Das war irgendwie so kleine Fontänen. Ja, das haben aber viele Spiele das Problem, muss man sagen. Jetzt gibt es welche, die sind noch mehr übertrieben. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Ich sag nur Happy Wheels. Oh ja. Du kennst es? Ja, natürlich kenne ich das, aber das ist so ein Scheiß. Irgendwie, du tust den kleinen Zeh anspritzen und dann... Oh, Milliarden Liter Blut, das ist so dumm. Deswegen kann ich auch Elfen nicht leiden. Gerade weil wir, ich glaube, 5 bis 7 Liter Blut haben im Körper. Ja eben, das ist so übertrieben. Aber das Übertriebenste ist Monster Hunter Online. In einem Trailer, ich weiß nicht, irgendwie, du schlägst einmal auf den... auf ein Monster drauf und irgendwie gleich schon so ein Springbrunnen an Blut kommt raus. Also, ich weiß, warum es jetzt nicht in Deutsch nach Deutschland kommt. Ich weiß, warum es Chinesen entwickelt haben. Das auch. Und ich denke mir bloß auch so, dieses Blut ist ein bisschen zu gelblich. Lord. Ich finde das Blut hier jetzt halt mit dieser rötlichen Farbe hier ein bisschen... Naja, ich will jetzt nicht sagen, es ist das realistischste Blut, aber es ist realistischer als irgendwie so gelb-orangenes Blut, das auch rot irgendwie drin hat. Außer natürlich ist es geeitertes Blut. In Assassin's Creed könnte eigentlich mal so blaues Blut rauskommen, wenn man Adlige besiegt. Das ist... Du weißt schon, es kam immer eigentlich bloß daran, weil man halt bei Adligen häufiger die... Ja, nee, ist klar. ...Adligen hat. Ist klar, trotzdem... So blaues Blut. Warm. Aber was ist dann gewesen, wenn halt ein Nicht-Adliger, wenn man bei ihm am Handgelenk die Adern gesehen hätte? Ja, der war dann halt vom Teufel oder so besessen und wurde dann umgebracht. Die Hexe. Ja, irgendeine lame Ausrede gab es immer. Ist egal, du bist trotzdem eine Hexe. Das war so lächerlich irgendwie so. Ja, warte, hacken wir dir das Bein ab, wenn du überlebst, dann ja. Hacken wir dir das Bein ab, wenn du überlebst, dann bist du eine Hexe? Ja, nee. Hacken wir dir das Bein ab, wenn du überlebst. Oder genau, tauchen wir dich ins Wasser. Wenn du überlebst... Stein. Ja, genau, tun wir dich ins Wasser eintauchen. Wenn du überlebst, bist du eine Hexe. Falls nicht, ja, da warst du keinen, da hast du Pech gehabt. Das ist so dumm. Ich weiß, es war so dumm. Ja. So, erstmal... Drum-Schwanz-Schweif-Schneiden. Das soll eigentlich Duram-Schweif-Schwar heißen. Okay, ich habe einfach sch gelesen. Oh, der ist jetzt so down, der fliegt schon hin, wenn er sich selber dreht. Wird ihm schwindlig. Yep.
Ja, seine Ausdauer ist doch schon fast down. Guck mal, er sabbert schon. Seine Ausdauer ist schon richtig fett unten. Richtig fett unten? Hä? Nein, jetzt wechselst du nicht das Gebiet. Ach, super. Du. Er kann aber Gott sei Dank nicht mehr mit seinem Schweif verwirren, weil halt sein Schweifknochen weg ist. Oh, aber jetzt ist er Rage. Das, wenn man sich nicht sicher ist, ob ein Monster Rage ist oder nicht, holt man sich einfach die Brachidios-Rüstung. Weil immer wenn ein Monster Rage ist, dann leuchtet der linke Arm rot. Gut zu wissen. Also falls du dir nicht sicher... Boom, und direkt auf die Falle drauf und boom! Los! Ich mag die Fallgrube am liebsten. Die Shocktraps sind mir so... Die halten doch eh nicht richtig. Und der humpelt! Das läuft besser als mit Diablos. Das, hatte ich ja nicht auch erwartet, weil ich meine, komm, Diablos ist ein Zacker, also... Und es waren zwei Diablos. Ja, richtig! Jetzt ist er wieder in dem Gebiet von davor, weil er hat sich eingegraben. Das bedeutet, er wechselt gleich zwei Gebiete weiter. Was habe ich gesagt? Hi. Und er ist wieder Rage. Ja, ich sehe. Jetzt ist er, glaube ich, auch in diesem... Lol. Nö, er ist tot. Joa. Und es hat... 10 Minuten gebraucht. Okay, wow. Das ist nicht schlecht. Ah, komm schon, gleich danach zwei Gigi-Nox machen. Oh, heute möchte es mir richtig zeigen, glaube ich. Woher weißt du das? kann man rausinterpretieren. Aber bloß ganz leicht, oder? Stell ich mir gerade so vor, so ein Goku besiegt Freezer, da kommt einer so, hey, lass uns jetzt zwei Freezers besiegen. Son Goku so. Richtig. Ah! Das Christoph wird auch vergessen. Jetzt hab ich bald auf. Verdammt. Immer kriege ich aufs Maul. Yep. Ich armer Mensch. Wer denn, wenn ich du? Genau. Wenn nicht jetzt, wann dann? Nein, dieses Wer denn, wenn ich du war ja von diesem einem Dragon Ball Song. Ich weiß. Das habe ich mir irgendwie so zigtausendmal angehört. Ja, ich auch. Das ist auch cool. Und ich habe zuerst die Stimme nicht erkannt und dann so, das ist Tommy Morgenstern. Ah, das ist doch der Sprecher von Son Goku. Ja, der hört sich aber auch tatsächlich anders an, wenn er singt, als wenn er redet. Das ist voll erstaunlich. Also der Unterschied ist echt sehr groß. Oh ja. Weil ich meine, ich hätte mir Son Gokus Stimme niemals singend vorstellen können irgendwie. Ich dachte immer, es sei dann total krächzig. Ja, richtig. Da geht er dann so ab. Er ist ein Krieger. Kein, Moment, ich schaue erstmal nach, welche Quests gibt es jetzt, falls sie gehen wollen, dann gehen sie halt. Wir können ja eine Quest noch. Heißgetränke mitnehmen. Nee, eine Quest noch. Wir machen jetzt nämlich, noch eine etwas chillige Quest. Okay. Aber nimm deine Heißgetränke mit. Ja, weil das ist in der Tundra. Nein, keine Kaltgetränke. Das ist ein bisschen kontraproduktiv dort. Das haben wir denn warum? Hier. Schneeballschlacht! Yes! Das ist doch mal ein Quest. Wir gehen einfach hin und werfen sie mit Schneebällen ab. Nein, das ist er. Macht er das Monster. Scheiße. Na, was sagt es? Erjage was? Oh, hab ich nicht gelesen. Erjage einen Jade Baroth. Jade Baroth. Achso, okay. Jade Baroth. Ja. Ja, ich wollte mal Englisch aussprechen. Weil der Rest wird ja auch Englisch ausgesprochen. Egal. Das ist völlig egal. Das brauchen wir nicht zu wissen. Egal, können wir jetzt endlich gehen, Leute? Guys!
Aber das Schöne ist ja, er hat... Ach egal, du hast Eiswaffe, ist mir so egal. Wir haben eine Feuerwaffe, das wird schon klappen. Das Problem aber immer noch am Monster Hunter 4 ist, ich muss die ganzen Gebiete neu lernen. Ja. Hey. Egal, es wird mir mehr könntest du bitte dein Heißgetränk einsetzen? Ja, mache ich ja. Gut. Er ist nämlich gleich hier. Ich finde, er sieht ziemlich episch aus. Auch ein Monster, das in Monster Hunter Portal 3 entstanden ist. Ja, das sieht wirklich aus wie ein Baroth, einfach nur mit anderer Haut. aber sein Attackenmonster ist auch ein bisschen anders. Es ist jetzt nicht ein Baroth an sich, es ist anders. Ein anderer Baroth der etwas anderen Art. Ja, ungefähr so. Aber außerdem jetzt... Hey! Nee. Und er ist jetzt schon im ersten Rage-Mode? Krass. Aber hey, er hat euch gleich wieder aus dem Eisraut befreit mit seinem Scream. Finde ich nett. Nee, weil er kann jetzt, auch manchmal auch so umdrehen, während er halt diese Ram-Attacke macht. Du weißt, welche ich meine. Ja. Die, wo er halt nicht abchillt und da einfach mal ohne Wenn und Aber auf dich zurennt. Ich erinnere mich gut, es war ein grausamer Part. Oh, und außerdem kann er jetzt auch das. Der Tod war ein permanenter Begleiter. Oh nein, das nicht. Aber Baroth ist immer noch ein chilliges Wesen. Er ist chillig immer noch. Immer noch. Noch. Im Moment noch. Ah, verdammt. Nein, er hat es immer noch nicht gemacht. Und ich glaube, du sollst dich auch mal heilen. Ja, bin ich gerade bei. Weil deine Eisschwäche ist jetzt hier ein bisschen kontraproduktiv. Was bin ich jetzt eigentlich hier die ganze Zeit mit kontraproduktiv? Naja, man kann jetzt sagen, ist es total beschissen oder ist es kontraproduktiv? Es läuft das gleiche. Kontraproduktiv ist wohl das Lettere. Richtig. Er wollte angreifen. Buh, buh. Und jetzt hauen die ganze Zeit auf den Tail drauf. Voll die Karten. Da kommt so gar nichts mehr irgendwie. Ganz das ist nett. Für uns natürlich nett. Raw. Nicht für ihn. Für ihn ist es Assi. Dezent scheiße. Ja, nicht bisschen unglücklich. Nicht optimal. Und der hat immer noch nicht... Aber hey, er ist komplett vom Schnee befreit und so finde ich ihn eigentlich noch epischer aussehend. Ja. Aber dann halt seine komplette Haut ziehen kann und das... Und seine Haut sieht wirklich nice aus. Also besser als die vom normalen Baroth. Muss ich so sagen halt. Ja gut, der andere ist ja auch so ein Magma-Wesen eher. Naja, Erdbeast. Und ich weiß nicht, ich mach immer... er hat's immer noch nicht gemacht. Könntest du... Wenigstens im Gerang musst du die mal zeigen, diese Attacke. Du weißt ja immer einen Knopf-Spam, wenn du halt im Eis bist. Ja, ich habe zum Beispiel die ganze Zeit den A-Knopf-Spam. Zum Beispiel. So wie bei Mario Party, genau. Denk an Mario Party daran. Ja, mittlerweile muss man da eher schütteln, statt A-Knopf spammen. Ja, das finde ich schade, weil ich war immer voll gut im A-Knopf spammen. Aber dann war mein Vater immer noch besser als ich. Jeder ist gut darin, außer ich, glaube ich. Mein Vater war aber eine Zeit lang besser als ich. Jetzt bin ich der Skiller der Familie. Mein Vater hat ausgedient. Ja, das muss man sich mal so vorstellen. Hier so, ja, ich bin Jayens Vater, ich bin voll episch. Der so ein A-Knopf spammen. Genau, der lädt dann so ein P-Video hoch, ja, abonniert mich, nicht ihn, ich bin viel cooler. Und da ist so, aber dein Sohn hat mehr Skill als du. Ach, haltet doch die Klappe. Oh da, der Tail ist weg und das ist so winzig, der Tail. Wenn er der gecuttete Teil irgendwie. Ja, ich sehe nicht mal. Ah, dahin. Aber das sieht ein bisschen seltsam aus, wie jetzt halt diese... Tail Rest da irgendwie noch rumschüttelt. Tail Rest. Lol. Ey, was denn ist doch so? Der Teil, der noch an seinem Steißbein dran ist. Ob wenn er überhaupt ein Steißbein hat.
I don't know. Ich habe mich niemals wirklich genau mit der Monsteranatomie befasst. Nicht? Kannst du nicht, nein. Kannst du nicht zu jedem die biologischen Eigenschaften sagen, was für ein Skelett sie haben und wo die Organe sitzen? Ich kann bloß sagen, dass dieses Viech hier zu einem geheimen Gebiet gehen kann. Also zu Gebiet, genau diese Attacke meine ich. Hast du gesehen, wie er umgedreht ja. ist? Ja. Genau, das finde ich irgendwie auch voll episch an ihm. Lol. Auch wenn es ziemlich scheiße manchmal sein kann, wenn er Fullspeed ist. Nee, er kann halt in so ein geheimes Gebiet gehen, das von Bäumen eingeschlossen ist. Das ist aber bloß in... Das ist aber von Gebiet 2 aus zugänglich... Nee, von Gebiet 1 besser gesagt. Eher zugänglich, aber nun ja, es ist halt nicht wirklich zugänglich, weil es ja eingesperrt ist. Wer hätte das gedacht? Ich guck mal ganz kurz. Ist er vielleicht hier Gebiet 2? Nee, oder? Doch, ist er. Schade, dass er in Gebiet 2 ist. Schade, dass er nicht zu Gebiet 1 ist. Aber hey, du bist nicht gestorben! Ja. Läuft bisher ganz gut. Nicht in der letzten Quest. Es kommt bloß aufs Monster an. Ja, das ist auch wirklich so. Einige Monster wie der Barov sind chillig. Ja, aber komm, dass der Diabolos einen Hass auf mich hat, hat man klar gesehen. Ich meine, der hat mich immer verfolgt. Der Giginox hat auch einen Hass auf dich, genauso wie er ja, gut. Einen Hass auf ihn hast. Ja, gut, ich wollte gerade sagen, es beruht aber auch auf Gegenseitigkeit. Das ist okay, lass ihn gehen. Einfach verfolgen. Nee, Jackster, das tust du jetzt nicht. Nein, auslöst Jackster. Du haust dich gleich eine rein. Nicht angreifen. Ich möchte ins geheime Gebiet gehen. Ich möchte es ihm zeigen. Lass ihn in Secret Area gehen. Sehe, dass sie ihn nicht schon umgebracht haben, bis du es abschickst. So. Da. Wow! Der mag dich nicht dafür, dass du weggehst. Genau. Batman. Ich weiß, jetzt verwälze ich hier jedes Copyright. Guck da, genau da. Siehst du das Holz? Und jetzt. Bam! Lol. Und jetzt gehe ich auch dahin sogar. Ist ja episch. Aber es finde ich voll cool. Okay, gut, er geht trotzdem dorthin. Verdammt! Jetzt bin ich jetzt im falschen Gebiet. Und jetzt hier gibt es Gebiet 8 und 10, glaube ich. Lol. Epische Idee. Oh. Die gibt es schon, also das. GG. Ich wusste, in Try gab es das auch schon, aber das wusste ich damals doch gar nicht. Und außerdem, wir müssen dann jetzt gleich auch noch ein Gebiet weitergehen. Also, nachdem wir ihn natürlich ausgewählt haben. Weil dort gibt es halt, bei den Knochen gibt es, ein seltenes Item halt, was man brauchen könnte. Okay. Also, jetzt komm mit. Genau, dort, wir gehen einfach mal hier entlang. Das sieht gut aus, der Weg. Da gehen aber auch alle wirklich dann immer hin. Gebiet 9, okay. Gebiet 8 und 9 ist es. Und zwar ganz hier hinten, bei dieser Knochenstelle. Genau hier. Gibt es nämlich Drachenknochen-Relikte. Goldknochen. Ja, das ist Goldknochen, das ist ein Kontoobjekt. Drachenknoten-Relikte. Ja, genau, Drachenknochen-Relikte. Und Quest erfüllt. Du hast Quest erfüllt ausgegraben. Herzlich willkommen. Ja, das sah es gerade aus. Ein Joker. Und sehr wenig Items. Ja, aber das Hintergrundbild sieht episch aus. Oh ja. So. Das war's dann mal wieder mit diesem Part. Ja, das war's. Ich danke allen für die Aufmerksamkeit. Wenn der Part euch gefallen hat, Leute, dann Daumen nach oben. Wenn nicht, Daumen nach unten. Und danke an unsere beiden Helfer. Genau. Danke sehr. Und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao.